Au, oh, Alter. Moment, Moment. OBS. Ah, jetzt. Ja, Craft the World, nach langer Zeit mal wieder. Ich muss aber hier, glaube ich, echt mal die... Oh. Alter. Das geht ja gar nicht. Fast schon so, ne? Die drehe ich auch noch was runter hier. Meine Güte. Okay. So. Wer es noch nicht kennt... Laut, ja. Sorry. Schlürf. So. Wer es noch nicht kennt, es ist ein... Womit kann man das eigentlich vergleichen, Craft the World? Ist so ein bisschen Abbauen, Bauen, Managen, Survival-Game, wo man Zwerge spielt. Ja. Ich würde sagen, ich erkläre es gar nicht oder ich versuche es gar nicht zu erklären, sondern wir springen direkt rein. Wir sagen Spielen. Und ich hoffe, ich kann einen neuen Spielstand machen. Nein, ich will einen neuen Spielstand machen. Ist das hier? Möchtest du dieses Level? Nein, ich möchte... Menno. Abbrechen, ja. Wähle Level. Ach so, Moment. Wie man sieht, ich habe es schon mal gespielt, aber man sieht nicht wann. Das ist schon Jahre her. Wir machen hier mal ein leeres Ding. Spielmodus. Neue Kampagne, neue Benutzer definiert. Nein, neue Kampagne machen wir mal. Level 1, das Land der neuen Hoffnung. Größe ist klein, Waldwelt, Wetterevents sind mittelmäßig, Topografie Hügel und Schwierigkeit einfach. Es ist die Kampagne. Hier sehen wir unsere kleine süße Welt. Und wir springen rein. Patsch. So, büdelim. Glückwunsch geschafft. Wir haben ein antikes Portal. So, dieser ist immer noch laut, oder? Wie Terraria? Nein, das ist nicht wie Terraria. Ich habe Terraria nie gespielt, aber Terraria ist ja mehr so wie Starbound, also eher Starbound wie Terraria. Und das hier ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Wir werden es sehen, Panasi. Wir werden es gleich sehen. So, also, wir haben ein antikes Portal zu dieser neuen Welt geöffnet. Leider haben wir derzeit nur genug Kraft, um einen Zwerg zu entsenden. Und extrem laute Musik, die ich gleich nochmal nachbessern muss. Sieh dich um und beginne deinen Außenposten zu bauen. Keiner weiß, wie gefährlich es an diesem Ort sein kann. Öffne dein Tagebuch und sieh dir die Anweisungen an, die wir für dich vorbereitet haben. So, gib auf deine Aufgaben Acht, erfülle sie, um dir Belohnungen zu verdienen. Hier sind wir die Quests. Dankeschön. Wechsle bitte zur Bestarium-Schaltfläche. Ja, mach ich. Ich will mal eben gucken. Unterkunft fertig. In der Mitte ein Totem. Genau, es wird böse Geister abschrecken. Es gibt nämlich Geister hier, die uns die Items klauen. Mineralien im Untergrund. Ja, Holz. Holz, die Holz. Und neue Technologien müssen wir auch bauen. Machen wir. Hier zeichnen wir alle Kreaturen auf, die du in dieser neuen Welt getroffen hast. Ach, Felix sagt gerade, es ist doch wie Terraria. Okay, wie gesagt, ich habe Terraria nie gespielt. Ich hätte jetzt eher Terraria auf mehr auf Starbound getippt. Okay, ja. Huhn. Schaf. Harmlos. Wildschwein, ein wenig gefährlich. Riesenzecke, ein wenig gefährlich. Viel gefährlicher ist da die Riesenzicki. Schnecke, harmlos. Geist, harmlos. Geister sind harmlos, das stimmt. Die klauen nur Gegenstände. Großer Zombie, gefährlich. Skelett mit Schild, gefährlich. Kobold, gefährlich. Zombie, gefährlich. Riesenskelett, Betrachter, Beholder, ja, ja, Koboldanführer, Riesenameise. Ist das noch aus meinen alten Spielen? Guck mal, das... Oh. Warum sagt ihr denn nichts? Warte mal. Einen Moment. Oh, sorry. So, ich muss mal gucken, wie das ist, wenn ich jetzt wieder... Na gut, wenigstens mein Köppis ist nicht mehr so geflickert. Starborn kennst du auch nicht. Die Augen gerade waren echt gruselig, es tut mir leid. Ich komme auch so ein bisschen vor, als ob ich diese Tipps hier gebe. Da, wo, da. Hier, mein Tipp für dich. Genug Anweisungen, lass uns beginnen. Fülle ein paar, fälle ein paar Bäume, um Ressourcen zu bekommen. Klicke unten auf den nächstgelegenen Baum. Okay, ich klicke auf den Baum. So, jetzt geht der Zwerg hier los. Wie konnte man denn... Uah, nein. Ach so. So, jetzt fällt der Zwerg den Baum.
Das dauert ein bisschen. Es ist ein ruhiges Spiel. Ist der Sound zu laut? Ist das immer noch zu laut oder geht das? Holz ist das grundlegende Baumaterial. Markiere einen Baum, um ihn zu fällen. Jawohl, dankeschön. Tolle Arbeit. Warte jetzt darauf, dass die Ressourcen zum Lager transportiert werden. Das macht er gerade. Und jetzt, achso, jetzt sammelt er ein und schleppt das ganze Zeug rüber. So. Wir haben jetzt genug Ressourcen, um erforderliche Werkzeuge zu bauen. Öffne bitte das Werkstatt-Dialogfenster, indem du auf die Fertigkeiten-Schaltfläche drückst. Ah, fertigen. So. Das ist deine Werkstatt, in der du mit den vorhandenen Ressourcen verschiedene Gegenstände... Sound ist gut, alles klar. Verschiedene Gegenstände und Werkzeuge fertigen kannst. Links siehst du die Ressourcen in deinem Lager. Fertigen wir ein paar Werkzeuge für deine Zwerge. Zuerst sollten wir aber eine hübsche, starke Keule fertigen. Wechsle zur... Ich gucke gerade nochmal, ob die Cam geht. So, Waffen. Klicke auf das Feld mit der Keulenschriftrolle, um das Rezept zu sehen. Das da? Nee. Da. Ah. Du brauchst zur Fertigstellung einer Keule zwei Holzteile. Wechsle zur ersten Ressourcenregisterkarte, in der du die benötigten Holzteile finden kannst. Ziehe Holzteile aus deinem Lager zum Feld. So. In Ordnung, du hast jetzt alle erforderlichen Ressourcen. Drücke die fertigen Schaltfläche. Ausgezeichnet. Unsere Macht wächst. Du hast das nächste Level erreicht und kannst jetzt mehr Siedler aufnehmen. Endlich. Du kannst später noch weitere Werkzeuge und Gegenstände fertigen. Jetzt sollten wir erst einmal jemanden mit der neuen Keule ausstatten. Jawohl. Patsch. Yeah. Levelaufstieg. Level 2. Neue Aufgabe. Wir haben ein Totem bekommen. Wir bekommen noch ein Zwerg und Holz. Neue Aufgabe. Gegenstände fertigen. Okay. Ja, das kriegen wir hin. So, da kommt aber jetzt erstmal der neue Zwerg. Patsch, da ist er. Okay, kann man hier nicht auch... Man kann die... Ja. Man kann die Zwerge steuern. Man konnte sie aber auch irgendwie hier ausrüsten. Der kriegt jetzt erstmal die Keule. So. Jetzt können sie, wir uns selbst verteidigen. Gut. Ich kann doch aber, glaube ich, noch eine bauen, ne? Fertigen. Hier können wir noch Sachen basteln. Hier. Noch eine Keule. Für den anderen Zwerg. Patsch. Und er hier. Ausrüsten. Keule. Guti. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Krempel. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal, das kann eigentlich auch weg. Und das dahinter auch. Das ist nämlich in zwei Ebenen. So, nachdem das geklärt ist, sollen wir mal hier irgendwie den Zwergen ein wenig was zu tun geben. Und was war jetzt unsere Aufgabe? Gegenstände fertigen, um das voranzubringen, ja. In der Mitte ein Totem aufstellst. Das müssten wir irgendwo hier machen. Ach, hier können wir auch durch die Zwerge durchklicken, ne? Genau. Das war ja so. Das Totem. Erde haben wir jetzt, wir haben Blätter. Nahrung müssen wir auch herstellen. Totem. Da haben wir aber eins, ne? Wie war denn hier, wie konnte man denn hier bauen? Ach so, da muss ich glaube ich sagen, muss ich das hier nicht irgendwie hier drauf? Genau. Kann hier nicht gebaut werden. Da aber. Kann eigentlich auch mal weg hier. Und das auch. So, ja, die schleppen mir jetzt alles zurück. Deine Unterkunft ist nicht fertiggestellt, solange es keine Rück- und Seitenwände gibt, sowie eine Tür oder Luke. Okay, neue Aufgabe.
Sand wird für den Bau und zur Fertigung von Glas verwendet. Grabe einige Sandblöcke aus. Sand ist ein loses Material. Achte also darauf, dass die Zwerge nicht darunter begraben werden. Zu begraben, also Dings, ne? Unsere künftige Unterkunft benötigt starke Steinmauern, die Schutz vor Monstern bieten. Sammel einige Steine. Machen wir doch hier schon. Ich will trotzdem das Holz da hinten noch haben. Und dann müssen... Können wir denn schon bessere Werkzeuge bauen? Wo sind denn die Werkzeuge? Da. Na, wir haben nicht genug Steine. Wir brauchen Steine. Dann würde ich sagen, die lasst ihr mal. Sammelt mal alles ein. Und wir holen uns erstmal Steine. So, da wird schon mal gebaut. Aufgabe erfüllt, grabe einen Tunnel. Du findest viele Mineralien tief im Untergrund. Abwärts graben, sehr schön. Das auch weg. Ruf jetzt an bei Angriff 69. Ah, schön. Was, Felix? Nur 50? Was ist denn mit dir los? Was haben wir denn hier? Steine. Ah ja, okay. Aufgabe erfüllt. Ich glaube, wir müssen jetzt aber hier auch irgendwie... Ach, scheiße. Die kommen da jetzt nicht raus. Das heißt, wir müssen die hier mal wegmachen. Machen wir mal eine... Oh, was ist denn das? Das ist ja eine Pfütze. Den müssen wir auch wegpacken. Guten Tag, Chris Trix. Guten Abend, guten Tag. Pack, pack. Ich switch gerade mal ein bisschen rum hier. Aber es interessiert eigentlich jetzt erstmal das hier. So, können wir denn schon hier irgendwie... Werkzeuge können wir jetzt doch bestimmt bauen, ne? Ja. Sehr gut. Kann ich die hier auch irgendwie... Muss ich dann so machen? Kann ich auch zwei reinpacken direkt? Nee, ne? Ging das nicht irgendwie? Ach, ich kann das so machen dann. Okay, alles klar. Zwei davon und... Spitzhacken. Da wird uns aber Holz fehlen. Ja. So, neue Technologien. Und wer hat gewonnen? Zickenmama hat gewonnen. GZ Technologienbaum. Ah ja, jetzt sind wir hier in der Forschung. Hier können wir neue Sachen erforschen für unser, für Waffen, für Häuser, Baumaterialien, Wände, Skulpturen, auch automatische Waffen, weil es kommen hier auch alle paar Nächte mal so eine Welle an Gegnern. Wir können jetzt aber... Der ist voll, das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Hier sind wir jetzt. Wir können jetzt ein Blätterbett bauen, Holztisch und Holzstuhl. Und die Zwerge müssen halt auch essen und lesen. Oh, da haben wir ein Buch gefunden. Buch des Magiers. Lehrt dich, wie man Fliegen in Elefanten verwandelt und andere Zaubersprüche. Nutzen, um diese Fähigkeit für den ausgewählten Zwerg zu verbessern. Das Buch haben wir jetzt hier. Schwimmer. Dadurch kriegen wir nämlich hier neue Skills zustande. Wo kann ich das denn hinpacken? Achso, nutzen. So, jetzt haben wir hier Magier. Schwimmer und Magier kann er jetzt. Oh, unsere Zwerge haben nichts zu tun. Mach das auch mal weg. Wir gucken jetzt mal, ob wir Wände bauen können. Holzluke, okay. Ach so, wir können noch keine Wände bauen, ne? Wo war das denn? Hier? Wo sind denn Wände? Holzmauer, da.
Da müssen wir erstmal Eisenarbeiten haben. Eieiei. Dann bedeutet das, wir müssen erstmal in Richtung. Obwohl, das kann man hier nicht abbauen. Was sagen denn unsere Aufgaben? Du musst Gegenstände fertigen? Ja, sammle Sand. Ah, Sand müssen wir sammeln. Von allen Seiten von Mauern, ja. Sollte eine Tür oder Luke zum Einsatz kommen. Gegenstände fertigen. Dann bauen wir einfach mal wild drauf los. Und zwar Leitern. Oh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Leitern. Vorsichtsschild. Da gehen die Zwerge dann nicht weiter. Ja, wir brauchen definitiv mehr Holz. Christrix, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Würde ich sagen, wir lassen die Zwerge mal hier ein bisschen was fällen. Mach denn die Cam. Jetzt ist wieder besser, ne? Durch das Grün, was der Monitor von sich gibt, ist das dann ein bisschen tricky. Und wir sollen Sand sammeln. Das war ja hier hinten. Kann man schon mal anweisen. Dann haben die auch ordentlich was zu tun. Oh, da links kommt hier, guck mal, da kommt ein Zombie. Gib acht, diese gefährlichen Kreaturen leben in hohen Bäumen. Achso, nee, das war mal eine Zecke. Die ist hier. Patsch, kaputt. Yeah, Level 3. Wir kriegen wieder einen Zwerg, etwas Holz und eine Leiter. Und da kommt jetzt der Zwerg. Achtung. Blutsch. Da ist er. Da macht man einen Clip und die wichtigste Sekunde fehlt. Die Zickenmama hackt doch da wieder was aus. Leute, greift den mal bitte an hier. Alle Mann drauf! So. Dann sammelt man wieder euren Krempel ein. Die rennen auch übrigens von alleine weg, wenn der Damage zu hart wird. Was macht ihr denn da? Oh, hier sind noch mehr. Aber die halten nicht viel aus, zum Glück. Da, siehst du, da ist so ein Geist. Der will uns hier unser Equipment klauen, aber das Totem hält den davon ab. Beziehungsweise jetzt noch nicht, es ist noch rot. Heide! Oh, der Zwerg hat es aber gewuppt da. Können wir denn noch irgendwas fertigen? Was haben wir denn hier Neues? Harz und Zombie-Gehirn. Sehr gut. Können wir Leitern bauen? Müssen wir mal gucken. Na, Werkzeugen nochmal. Stuhl. Ich hätte echt gern erstmal Waffen. Nochmal neu gepostet. Oh oh. Ihr macht mir Angst, Leute. Ihr macht mir Angst. Ich hatte jetzt schon gedacht, hier vielleicht runterzubauen, aber das Problem ist, dass unser Dings ja hier oben ist. Das würde nichts bringen. Oh, es regnet auch noch. Na super. Wir sammeln erstmal. Ich finde das ein bisschen schade, dass das hier auf Pause geht, während man hier drin ist. Knochen, Spinnennetz. Wände. Ach so, Wände können wir jetzt, wenn wir von grundlegender Beleuchtung ausgehen. Zauberlicht und Fackeln. Warte. Zauberlicht und Fackeln. Portalzauber. Zauberlicht. Ach so, okay. Das kann man hier reinziehen. So. Fackeln. Können wir denn Fackeln bauen? Fackeln können wir bauen. Schleimfackel und normale Fackel. Wie viel Harz haben wir denn? Ah. Dann bauen wir doch einfach mal
Wir können 4 Stück bauen. Ah ne, wir kriegen 4 dadurch.